Guten Morgen. Heute fahren Sie die Deutsche Bahn BR423 auf der S-Bahn-Strecke 13 nach Troisdorf. Lassen Sie Passagiere hier in Köln-Hansaring zunächst einsteigen. Sie müssen 11:48 Uhr in Troisdorf ankommen. Genießen Sie es. Viel Glück und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio. Freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge. Train-Simulator, tatsächlich ein bisschen zur Zeit in Vergessenheit geraten. In letzter Zeit tut mir auch sehr, sehr leid. Aber es war halt einfach so viel zu tun, so rund um Omsi und Lotus. Und da vergisst man leider so die ein oder andere Simulation. Wie gesagt, Train-Simulator ist da jetzt leider so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Aber wir sind natürlich hier auch so ein bisschen dran, dass wir ja ein paar schöne Aufgaben jetzt hier mittlerweile jetzt für euch hier fertig machen wollen. Also gerade Phasus, der ist natürlich da ja, unser Experte und bastelt dementsprechend für die ein oder andere Strecke halt jetzt mal was. Mal gucken, wann wir da mal wieder so Neues sehen. Wir müssen uns auch langsam ein bisschen wieder einspielen, zwecks ja, Berlin S-Bahn Addon. Mal gucken, wie lange das Ganze noch dauert. Wir rechnen ja im Sommer damit. Ja, natürlich cool. Wäre cool. Das wäre absolutes Highlight. Freue ich mich tierisch drauf, wenn das Ganze endlich da ist. Ich glaube, das wird auch mein Nonplusultra DLC für den Train-Simulator. Das wird mein Nonplusultra. Aber wie gesagt, erstmal abwarten. Wann das Ganze auch mal rauskommt. So. Nächster Halt, Köln Hauptbahnhof. Klackt schon wieder mal irgendwas. Keine Ahnung, was das ist hier. Mag es nicht, wenn es hier rumklackt. So, Kollege. Auch gerade reingefahren hier. Ja. Ja, Köln, so sieht's aus. Muss auch dazu sagen, dass in letzter Zeit mir das auch relativ viel Spaß gemacht hat, mehr mit dem Train-Simulator auf dem alten System zu spielen. Das hat einfach manchmal so teilweise so extrem geruckelt, dass es halt wirklich nicht mehr Spaß gemacht hat. Ihr habt es dann selber auch teilweise gesehen, denn halt extrem fiese Lachs, ja, sodass gar nichts mehr ging. War natürlich mit natürlich auch Bestandteil, warum ich dann gesagt habe, so, nee, also irgendwie fetzt das jetzt nicht mehr. Gerade wenn teilweise auch Phasus sich an seine Aufgaben hier bastelt und natürlich hier doch qualitativ hochwertigere Züge hier natürlich benutzt, halt als KI-Fahrzeuge, dann ging das teilweise gar nicht mehr. Und ja, das sah dann halt dementsprechend auch so aus, ne? Also das ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich. Deswegen hoffe ich mal, neues System, neues Glück hier. Ja, Köln, ja. Das hatte ich auch hier auf der Treppe. Vor 2 Jahren. Ach, das ist schon so lange her. Schon so lange her. Aber dieses Jahr fällt es ja nun leider weg. Corona gibt's, hat ja Gamescom schon gesagt gehabt, dass das dieses Jahr wohl ausfällt. Und schon schade, aber verständlich. Gesundheit geht vor. Gerade auf der Gamescom, wo es teilweise schon wirklich echt eng ist. Absolut nachvollziehbar, dass man da sagt, so, nee, ist nicht. E3 natürlich auch schade, dass sie ausfällt. Gerade jetzt im Juni wäre es wieder soweit gewesen, wo denn sich wieder fette Fights so zwischen den Entwicklern und PlayStation und Xbox wieder gegeben hätten. Aber das ist wohl dieses Jahr alles jetzt ein wenig anders. Das wird jetzt irgendwie anders gelöst. Ich bin mal gespannt. E3 hat auch gesagt, es wird kein Online-Event geben. Zur Gamescom allerdings hat man gesagt, da wird es ein Online-Event geben. Ich glaube, da sind die Gamescom Open Nights oder sowas, hat man ja schon gesagt gehabt. Und auch da wird man wahrscheinlich so die ein oder anderen Spiele halt dementsprechend vorstellen. Bin mal gespannt. Aber es wird auf jeden Fall dieses Jahr komplett anders. Also das wird auf jeden Fall. So, gut, Abfahrt.
So. Okay, dann haben wir das jetzt. Nächster Halt, Köln bis Deutz. Schleicht uns langsam in den Bahnhof rein hier. Wir haben sowieso genug Zeit, ne? 45 sollen wir erst hier sein. Oh Gott, das wird leid. Jetzt haben wir natürlich zu weit runtergebremst hier. So, alles aussteigen. Für 40 jetzt hätten wir da sein müssen. Aber naja, schauen wir uns mal. Ist ein bisschen um hier. Was haben wir hier? S-Bahn. Das ist kein schönes Modell. Also da merkt man halt, naja, das ist halt gefühlt Standard-Content hier. So. Bin auch am Überlegen, die Strecke Lake Constance ist jetzt nun erschienen, jetzt so für. Also auf 3D-Zug. Ob man sich die mal holen müsste. Interessiert mich schon sehr, die Strecke. So, ziehen wir noch bestätigen. Der Tamagotchi meistert hier. Dann muss ich mal langsam wieder in die Bremse gehen. Nächster Halt: Köln-Trimbornstraße. Oder Trimbornstraße. Nicht Trim. So. Ja, sind auch gut drin. Perfekt, passt. Sitzt wackelt und hat Platz. Aber ja, 27,50 hätten wir hier sein müssen. Ja, naja, da haben wir jetzt auf jeden Fall wieder eine schöne Standzeit hier. So schaut es also aus. Ja. Kurz ein bisschen hier rumfliegen, ein bisschen uns umgucken. Große Baustelle.
Expressfotos ab einer Stunde. Aha. Wundervoll, großartig. Ja, müssen wir mal wieder gucken, wie wir das Ganze dann wieder in der Woche mit einbauen, dass auch wieder der Trainsimulator jetzt dann wieder zumindest wöchentlich einmal wieder erscheint. So, Köln, Frankfurter Straße. Ja, Köln-Frankfurter Straße jetzt. Siefer. Alle gedrückt, ey. Was ist los? So. Das ist schon fast voll im Signal, wa? Neben dem Signal. Ah, ist noch in Ordnung.
32. Ja, die Aufgabe ist wirklich sehr einfach. Stromabnehmer, Hauptschalter. Kennt man natürlich hier alles in der auswendig hier. Sozusagen, ich bin jetzt auch nicht der Profi jetzt, ne? Also ein bisschen fahren geht und so, ne? Aber Fachwissen würde ich jetzt nicht sagen. Wie viele Anschläge kommen denn jetzt noch? Nicht mal zu viele. Joa, weiter geht's. Türen zu. Abfahrt. Ach guck mal, das muss sogar die Linie gefahren sein, wie ich damals gefahren bin auch. Köln-Bonn Flughafen. Dafür. Uiuiuiuiuiui. So, Köln-Bonn Flughafen ist schon in Sicht. Ist da eine Null dran?
So, Terminal 2.1 DC. Die SIFA. So, wundervoll. Ach, sind sogar pünktlich. 38. Ja, sind ja schön langsam reingerollt hier, ne? So, okay. Ja, wie gesagt, müssen wir mal gucken. Ich versuche ja auch, wenn es geht, halt nur immer so S-Bahn oder sowas zu fahren, aber gibt es ja mittlerweile ja schon reichlich. Ja, Hamburg und Frankfurt und Köln. Ja, nicht zu schnell werden. So, nächster Halt, Portswagen. Ja, genau, wie schnell soll ich denn die Bremsen? Da war die Ankündigung aber ein bisschen zu hart. Zumal auch die PCB überhaupt nicht angeschlagen hat da, ja. Bremst er nicht. Jetzt hat er nicht gebremst hier, aber naja. Ich glaube, das geht doch durch.
öffnen sich die Türen vorne nicht mehr, aber es geht durch. So, 11:42, 45. Irgendwie sind wir zu schnell hier oder so. Aber das gerade jetzt, das war aber jetzt eben zu heftig. Da kam Achtung, 80, und da kam ja auch schon das Achtungsschild, ja, also das 80er-Schild. Ein bisschen Zeit zum Reagieren muss natürlich auch haben. Aber wie gesagt, nicht mal die PCB, die war irgendwie. Hat irgendwas gesagt dazu. Warum sollte er auch mal volle Punktzahl bekommen hier? Ne, das wäre ja mal. Naja. So ist es. Abfahren bitte. So, das ist halt Spich. Süfer. Mein Gott, ich brauche was zu trinken. Bisschen zu früh gebremst hier. Dumm. So. Müssen wir jetzt noch einen Halt haben? Ich guck mal. Jawohl, Troisdorf ist danach. Ja, das sehen wir auch. Ne? Kölnisches Wasser. Passt alles hier. Wunderbar hier rein hier. Puh. Schitter. Überschreiten der Gleise verboten. Ah ja. So, ach komm.
Welche gewohnt sind Langstandzeiten? Troisdorf. So Leute, Endhaltestelle Troisdorf. Zug endet hier, alles aussteigen. Warum soll denn jetzt hier? So. Fahren. Ja, genau. Aber keine Zwangsbremsung, das war. Oder die Weinfee war das knapp jetzt. Das war nicht schön zusammengebaut gewesen. Ich hatte jetzt tatsächlich ein bisschen gewundert gehabt, dass das Schild ja an der Strecke mir gezeigt hat 120. Ja, nächste Ankündigung. Es gab keine Ankündigung mit 80. Nur das Gerät hier angezeigt hat 80. Wir hatten da jetzt recht. Also wie läuft denn das dann? Ist das richtig, was der Zug anzeigt, oder ist das richtig, was an der Strecke steht da? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare posten. Aber wie gesagt, es geht jetzt nicht, wenn jetzt hier ein Funkspruch kommt oder sowas. Klar, dass da immer derjenige denn das Sagen hat. Ging jetzt gerade nur jetzt so um diese Anzeige hier, die hier gezeigt hat 80. Ja. Und draußen stand aber, ja, wie gesagt, hier auf dem Schild hier, auf diesem Streckenbegrenzer-Schild, Dingsbums da 120. Keine Ahnung, wie man die nennt. Tempolimit. Tempo-Ankündigung, das Ankündigungsschild. So, aber das soll es für uns heute gewesen sein. Gehen wir davon aus, dass jetzt ist wirklich zu Ende. Dass wir uns dann, ja, vielleicht nächste Woche schon wiedersehen hier mit einer weiteren Folge Train Simulator. Mal gucken, ob der Fahrer bis dahin was vorbereitet hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und sonst bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Mal wieder endlich zum Train Simulator. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und hoffe natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!